Variante für Wower 2403. Aus dem Sumo Deadlift High Pulse werden reguläre Deadlifts. Dazu stellt ihr euch über einen Gegenstand drüber. In dem Fall haben wir die Kettlebell. Wer kein Kettlebell hat, ihr könnt es gern 6er Tragerl, Mineralwasser, was ihr immer da haben wollt, hernehmen. Dann entscheidend wieder ist gerader Rücken, sprich Gewicht auf die Fersen und wir gleiten alle Oberschenkel dann nach unten. Wunderbar, die Knie öffnen. Jawohl. Passt. Dann das Ding, Objektnummer, wieder wichtig, schaut auf dem Rücken, machen wir einen runden Rücken. Nope. Nur mit geraden Rücken hin. Also richtigen Endmarsch, setzt da hinten die Falten. Die Falten sind entscheidend, dass wir die jetzt mal sehen. Und dann geben wir ein Gewicht auf die Fersen und wir heben das Ganze aus dem Bobsch. Im Volksmund heißt das ganz gern Kreuzheben, was ein völliger Blödsinn ist. Es heben nur Bobsch und Hamstrings. Das ist wunderbar. Alrighty. Da von der Anzahl machen wir volle 10. Nehmt euch einen Gegenstand, den ihr mit perfekter Form 10 mal bewegen könnt. Und aus dem Seil springen. Wer kein Seil hat, wir haben jetzt so Platten hergenommen. Ihr kennt da, was immer daheim habt. Bitte da oben schauen. Was immer daheim habt. Erste Variante wäre raufspringen. Jawohl. Raufspringen, runtersteigen. Oder raufspringen, runterspringen. Was auch immer euch zutraut. Oder wer nicht springen kann oder wieder was für ein Grund, Step-Ups. So im Wechsel, einmal links, einmal rechts, oben wieder volle Streckung zeigen. Sehr gut. Also ihr seht, die Workouts sind tough enough for a Marine, scale level 4. The Queen.